Servus Leute, ich wollte heute ein Video zum Thema Handeln machen. Und zwar ist das ein bisschen kompliziert bei Warframe. Wir gucken es uns einfach mal an. Wir gehen mal rein. Ich versuche mal ein bisschen was zu verkaufen. Und dann sehen wir, was passiert. Wir gehen hier auf Handeln. Wir schreiben rein, was wir loswerden wollen. Kaufe Lexset Periset. Was nehmen wir noch? Magnum Stärke. Andere. Dann schreiben wir Parts, ist kürzer. Parts. So. So, die Nachricht ist raus. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Währenddessen, was kann ich alles verkaufen? Verkaufen könnt ihr eure Abdrücke von Hunden, alle Prime-Sachen, dann Waffen von euren Syndikaten und manche Ressourcen, so wie Nav-Koordinaten oder sowas oder Void-Schlüssel. So, Prime-Parts, Prime-Parts. Ihr könnt fertige Prime-Waffen nicht verkaufen, genauso wie fertige Warframes. Also ihr könnt nur Einzelteile verkaufen. Okay, jemand hat sich gemeldet. Hast du auch Ash Prime Blaupause? Gucken wir mal, haben wir sowas? Prime Bauteile. Nachricht senden. Nur Chassis. S. Ja, also ihr könnt diese Prime-Teile hier verkaufen, bla bla bla. Da steht auch immer dran, was ihr alles habt und wie oft ihr das habt und so weiter. Nein. Ressourcen. Ich weiß nicht, irgendwo hier müssten. Ja, die Nav-Koordinaten, ihr seht ja immer, da steht immer unverkäuflich dran. Hier bei dem Kappa-Signalfeuer, Gamma-Signalfeuer steht nichts dran. Eventuell könnte man das verkaufen. Mist. Dann schreiben wir mal viel Glück. Ja. Das da könnt ihr verkaufen. Dann eure Abdrücke, wie gesagt, die könnt ihr hier erstellen. Ich habe meine Hunde alle schlafen gelegt in Stasis. Dann könnt ihr bei euren Syndikaten, wenn wir jetzt da drauf gehen, für Punkte, da braucht ihr keine Credits oder sowas. Die Waffen sind ziemlich gut, also manche sind kommenden Prime-Sachen nahe oder manche sind sogar besser, kommt drauf an, wie eure Vorlieben sind. Die habe ich schon, die will ich als nächstes leveln. Und hier, die haben halt andere Waffen im Angebot. Alle Syndikate haben andere Waffen im Angebot. Ja, Preise. Und zwar werden hier manchmal abartige Preise verlangt. Und wenn es einem brennt und man will jetzt unbedingt irgendeinen Teil haben, reißt euch zusammen und kauft nicht einfach irgendeinen Müll zu einem x-beliebigen Preis. Ich habe jetzt letzte Woche, ich habe bestimmt 3-4 Wochen danach gesucht, für den Loki Prime, für den da, die Systeme gebraucht und jedes einzelne Teil wird für 40 Platin ungefähr gehandelt. Ich habe 3 Wochen lang gesucht und habe jemand gefunden und habe das Ding, glaube ich, für 10 oder 15 Platin gekauft oder 12. Auf jeden Fall ziemlich billig.
Und wenn ihr was verkauft, dann verscherbelt's nicht, aber übertreibt's auch nicht. Manche verlangen Preise jenseits von Gut und Böse und das schwankt teilweise von Tag zu Tag, von Woche zu Woche richtig abartig. Also lasst euch einfach Zeit. Wenn ihr was verkaufen wollt, Albtraummods verkaufen sich gut, manche zum Beispiel wie Magnum Stärke oder Fluss oder sowas. Die Prime Mods, Moment, wo haben wir die? Verkaufen sich auch sehr gut. Das sind die hier, die kriegt ihr beim Händler, der kommt alle 2 Wochen. Das könnt ihr für Dukaten kaufen, verkaufen, wie auch immer. Dann Mods aus dem Oricon Wrack verkaufen sich auch gut, teilweise, nicht alle, aber teilweise. Dann diese ganzen Augments, die ihr auch bei euren Syndikaten kriegt. Das sind spezielle, nur auf einen Warframe zugeschnittene Mods. Hier zum Beispiel für die Ember, hier für den Excalibur. Und die sind nicht mal so teuer, 25.000 Rufpunkte. Also wirklich nicht schwer. Excalibur, Frost, wie auch immer. Jedes Syndikat variiert da ein bisschen, was sie so im Angebot haben. Kein Syndikat bietet alle an. Beim Rhino ist es zum Beispiel. Moment. Eiserne Schrapnell, das geht immer gut. Ansonsten würde ich euch empfehlen, wenn ihr Void-Schlüssel habt und noch nicht in der Lage seid, Missionen im Void auf T3 oder T4 zu spielen, dann verkauft sie. Übertreibt es nicht mehr im Preis, so um 5 bis 7 Platin pro Schlüssel ist gut. Genauso wie diese NAV-Koordinaten, Mutalist-NAV-Koordinaten, da könnt ihr auch so zwischen 3 und 5 pro Stück verlangen, oder falls ihr fertige Schlüssel habt, die sehen dann, Moment, da könnt ihr sie herstellen. Da könnt ihr für einen Schlüssel zwischen 5 und 15 Platin verlangen. Es kommt immer darauf an, wie eilig habt ihr es mit dem Geld und wollt ihr viel rausholen. Dann kann es sein, sitzt ihr auf irgendeinem Teil wochenlang oder seid ihr auch mit weniger zufrieden, aber verkauft dafür mehr Teile. Ich mache es immer so, dass ich ziemlich billig verkaufe, aber dafür verkaufe ich mehr Teile und habe die Teile los und habe mein Platin. Teilweise spekuliere ich auch und kaufe irgendwelche Sachen, wenn sie jetzt extrem günstig angeboten werden. Dann kaufe ich es und lasse Zeit vergehen und suche nach dem richtigen Käufer, der mir dann dementsprechend mehr zahlt, damit ich es wieder loswerde. Aber meistens, wenn ich spekuliere, dann nur mit Sachen, die ich im Notfall auch selber nutzen könnte, was mittlerweile nicht mehr so einfach ist, weil ich schon so ziemlich alles durchgelevelt habe und so ziemlich alles habe. Also, und ich spiele das Spiel jetzt nicht so lange, also einfach ruhig bleiben und gucken, wo kriege ich es, wie kriege ich es. Bei vielen Leuten könnt ihr auch Sachen tauschen gegen andere Prime Parts. Ich zeige euch mal, wo ihr das Zeug gegen Dukaten verkaufen könnt, die Prime Sachen. Da müsst ihr zum Void, was sage ich denn? Sorry. Auf irgendein Relais, es ist auch scheißegal welches. Wir gehen mal auf das Strata Relais auf der Erde. Springen. So. Hop, hop, so, dann gucken wir mal zuerst den Platz an, wo der Händler nachher stehen wird, wenn er mal da ist. Der befindet sich dann immer hier auf jedem Relais. Hier drüben ist der Dukatenkiosk. Hier könnt ihr eure Prime Parts verkaufen. Je mehr ihr habt, umso mehr könnt ihr verkaufen. Es müssen jetzt nicht ausgewählte Parts sein oder sonst was. Die Preise, die dran stehen, sind immer pro Teil. Also wenn da steht, du hast 2 Teile und du kriegst 20 Dukaten, dann heißt das, du kriegst 20 für jedes dieser 2 Teile. Ihr müsst auch nicht alles verkaufen. Ich verkaufe nur das, was ich mehrfach habe. Sets versuche ich ganz zu lassen, weil ein Set sich einfach immer besser verkaufen lässt als einzelne Parts. Vor allem manche Parts sind ganz selten von einer Waffe, andere sind zigtausendfach vorhanden. Müsst ihr einfach mal gucken. Denselben Kiosk hat es auf der anderen Seite auch. Steht genau dasselbe drauf. Normal steht dann da drauf, der Händler ist auf dem und dem Relais gerade. Fast alle Planeten haben ein Relais und
wenn ihr das Relais noch nicht offen habt, wenn ihr da noch nicht reisen könnt zu dem Relais selber, könnt ihr euch im Chat, genauso wie das Handeln funktioniert, könnt ihr euch ein Taxi suchen. Das Ganze schreibt ihr einfach auf dem Relais-Chat-Fenster oder beim Rekrutieren. Da funktioniert das auch gut. Wenn ich die Zeit habe und ich bin gerade sowieso auf dem Relais unterwegs oder selber dahin unterwegs, wo der Händler ist, dann nehme ich immer Spieler mit, die selber da noch nicht hin können. Ich finde, da jetzt ist für mich kein Aufwand und denen ist geholfen. Ich würde mich auch freuen, wenn mich einer mitnimmt. Von daher mache ich das einfach. Im Regionalchat könnt ihr das auch noch versuchen, aber nicht beim Handeln oder sonst wo. Da werdet ihr einfach rausgekickt, weil da ein Programm läuft, das die Sprachwahl überprüft, was ihr da reinschreibt. Und wenn bestimmte Worte fallen, dann werdet ihr aus dem Chat rausgekickt und fertig. Ja, das wäre es, glaube ich, soweit. Versucht es einfach. Viel Erfolg beim Handeln. Wie gesagt, ansonsten schreibt einfach rein, suche ein Taxi zu dem und dem Relais, viele Spieler machen das, wird schon schief gehen. Das war's von mir, ich hoffe, es hilft. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.